So, jetzt gucken wir mal, dass wir ins Stadion kommen und müssen uns wahrscheinlich dann an dieser Stelle von euch verabschieden. Mein Sohn und ich. Aufgeregt. Dann würde ich sagen, wir treffen uns danach wieder da an der S-Bahn-Haltestelle. Also ich glaube, das, was von dieser Saison in Erinnerung bleiben wird, ist, dass wir einen FC Bayern gesehen haben, der nicht nur wie in der Vergangenheit erfolgreich gewesen ist, sondern der auch international und aber auch national die Leute durch schönen Fußball verblüfft hat. Damals ja so ein bisschen sowas war wie die Schwalbe, die vor dem Sommer kam. Und das war ja dann dieser WM-Sommer mit einer deutschen Mannschaft, die ja dann wiederum auch international die Herzen der Fußballfans erobert hat. Ja, das Pokalfinale letztes Jahr, 2010, das war sehr schlimm. Das sind so Spiele, da ist man vorbei. Ich frage mich manchmal, was eigentlich einfacher ist, wenn man so richtig weggefiedelt wird. Oder wenn man unglücklich verliert. Und an dem Tag, da gab es einfach, da musste man gar nicht diskutieren, war irgendwas unverdient, war irgendeine Schiedsrichterentscheidung nicht okay. Also da bin ich hinterher rausgegangen, habe gesagt, okay, das ist eine Niederlage, die tat weh, aber die hakt man trotzdem schneller ab als ein 2:3 durch ein umstrittenes Tor in der 88. Minute. Dann verliere ich immer 0:4. Für die Werder-Fans tut es uns leid, weil die Mannschaft ist eigentlich gut und wir haben die ja beim Training noch gesehen am Donnerstag. Das ist eigentlich eine sehr fähige Mannschaft, aber heute waren sie einfach schlechter, muss man sagen. Oder? Hätten aber auch ein Tor machen können. Hätten auch ein Tor machen können, das stimmt. Okay, zu einer exakten Analyse fehlt uns heute natürlich die Zeit. Das können wir dann irgendwann später nachholen. Und jetzt wünschen wir uns natürlich, dass wir nächsten Samstag gegen Inter auch gewinnen, oder? Natürlich. Okay. Dann sagen wir jetzt hier mal an dieser Stelle gute Nacht. Siegerbierchen, ausnahmsweise grün. Ciao. Du hast gerade deinen Sohn erwähnt. Ja. Wie kommt der zum Fußball? Wie lernt er den Fußball jetzt gerade kennen? Mein Sohn überrascht und fasziniert mich auch, weil er erst 9 ist. Also das ist das Alter, wo ich so ganz langsam anfing. Er spielt aber schon seit 4 Jahren im Verein. Und ich glaube nicht, dass er ein Superprofi werden kann. Also dafür fehlt ihm so die Besessenheit auf dem Platz und diese Verbissenheit. Er ist auf dem Platz, er möchte auch Spaß haben und ist ein sehr guter Fußballer, ist schnell, hat einen guten Schuss, ist technisch gut. Aber er steht auch mal gerne 10 Minuten rum und guckt sich das alles so ein bisschen an. Manchmal, wenn ich meinen Sohn habe früher spielen sehen und habe die ein oder anderen Eltern am Rand gesehen, dass ich schon ein bisschen fremdschäme. Ja, weil ich meine, das sind Kinder, ja, denen sollte man das lassen, dass sie Spaß an was haben. Ja, und gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist das nicht hoch genug anzusiedeln. Ja, und man sollte sie unterstützen, aber nicht ihnen den Messi zeigen und sagen, da möchte ich dich aber auch haben in 10 Jahren. Thomas Sinken! Wenn jetzt mich Eltern fragen würden, warum ihr Kind Fußball spielen soll, dann würde ich sagen, weil man Frustrationstoleranz lernt. Weil du permanent mit frustrierenden Situationen dich beschäftigen musst. Und das ist als Trainer genauso. Also du musst natürlich mit Frust umgehen können, mit Schwierigkeiten, auch mit Rückschlägen umgehen können. Und das ist etwas, was man als junger Sportler lernen kann. Und das ist als Trainer ganz genauso. Und dann musst du als Trainer der Erste sein, der wieder aufsteht und die Leute an die Hand nimmt und dass es weitergeht. Du löst die Position auf, immer wieder! Ich kann ganz, ganz schlecht verlieren, selbst gegen, ich habe 5 Kinder, 3 Enkelkinder. Wenn ich mit denen, Mensch, hätte ich nicht spielen, sage ich so, bis 6 Jahre lasse ich sie gewinnen, dann, oder Mau, dann werden sie weggeputzt, da gibt es Rabatt. Da sage ich, die müssen auch verlieren lernen. Also ich kann ganz schlecht verlieren. Das Kind wird nicht, oder entwickelt sich viel besser, wenn das Elternteil Kaffee trinken geht
und dann ist er unter den 20 Jungs. Dann ist er vielleicht ganz anders locker und Pat-Pat-Sprüche. Und so sind da teilweise, ach, da muss ich aufpassen, meine Eltern sind da, da darf ich das vielleicht nicht machen oder das nicht sagen. Drum sage ich immer wieder, die Eltern sollen sich aus der Arbeit von Trainern immer raushalten. Berlin, du musst Tempo! Mein Vater war mein Trainer, deswegen hat er schon reingeschrien. Deswegen war das für mich eigentlich ganz normal. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die meinen, sie wären der Trainerersatz. Und ich denke, gerade in jungen Jahren ist es, soll man die Jungs einfach kicken lassen. Mit fünf, sechs, sieben Jahren. Es ist einfach entscheidend, dass sie Spaß haben, dass sie mit Leidenschaft spielen, dass sie Tore erzielen wollen. Und da steht einfach der Spaß im Vordergrund. Aber Realismus im Umgang mit eigenen Kindern ist schwierig, das wissen wir alle. Also entweder sind die Eltern dabei, dass sie sich zu sehr in das Thema knien und die Entwicklung ist unheimlich wichtig, oder andere verabschieden sich völlig raus, das ist auch Käse. Also irgendwo diesen Mittelweg zu finden, und komischerweise die Spieler, die es dann geschafft haben am Ende des Tages, meistens haben die Eltern, die das vernünftige Maß gefunden haben. Damals hat mich das, wo ich relativ jung war, war es halt diese Art und Weise, wie sich der Verein um mich bemüht hat, wie herzlich und familiär das dann doch war, wie sie um mich geworben haben, sozusagen. Und das hat mir einfach alles gut gefallen und auch meine Eltern waren davon überzeugt und somit war das eigentlich keine Frage, dass ich das nicht ausprobieren würde hier. Und ja, ich wurde ja auch nie enttäuscht. Ja, also ja, mit 12, 13 geht schon der Konkurrenzkampf hier los. Also wir haben letztens eine Auswertung vom DFB bekommen, wie viele Jugendnationalspieler in den verschiedenen Vereinen sind. Und da sind wir dann nach Berlin und Leverkusen auf Platz 2. Im Westen ist es natürlich sehr geballt. Wir haben hier, das muss man ganz klar sagen, natürlich Borussia Dortmund, wir haben den VfL Bochum, wir haben aber eben auch Bayer Leverkusen, die eine sehr intensive Nachwuchsarbeit betreiben. Ja, wir haben die Geschichte Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, was wirklich im Grunde genommen ein Gebiet umfasst, was zwar relativ groß ist, aber auf der anderen Seite eben auch mit vielen Bundesligisten gefüllt ist. Also man muss in der Tat sehr, sehr schnell sein, aber sind die anderen auch. Ich glaube, man muss eine gute Überzeugungsarbeit leisten, weil es gibt natürlich immer Unterschiede von Verein zu Verein, aber die sind jetzt nicht so gravierend. Wir haben, und das ist so, sicherlich eine riesen Fankultur. Wir haben auch, und das ist so bei vielen Spielern sicherlich, das Wissen, dass das irgendwas Besonderes ist, dieser Verein Schalke 04 mit seiner Tradition. Und davon muss man ganz klar sagen, darauf legen wir auch viel Wert, dass die Spieler wirklich auch hier hinkommen und sagen, naja, ob da oder da, ist uns eigentlich egal, sondern die müssen sich freuen, die müssen da richtig heiß drauf sein, für Schalke 04 spielen zu dürfen. Ja, mit Leverkusen, das war halt ein Leverkusener Talentscout, zufällig, und hat mich entdeckt. Und vom FC habe ich leider nichts gehört. Sonst hätte das auch in eine andere Richtung laufen können. Also ich war da in dem Alter, glaube ich, relativ flexibel. Ich sage auch, ich will auch das Thema mit der Identifikation will ich nicht zu hoch ansiedeln. Letzten Endes, Identifikation kann auch nur für ein Jahr sein. Wenn ich unseren Sammy Hübner sehe, ja, der hat das Liverpool-Trikot angezogen, das war eine extrem emotionale Zeit. Nur wenn er jetzt Bayer Leverkusen-Trikot anzieht, dann gibt er sein Bestes. Und mehr will ich eigentlich auch letzten Endes nicht. Also sicher wird auch im Jugendbereich schon mit Geld gelockt. Was ich sehr unglücklich finde, weil ein guter Freund von mir mal gesagt hat, und das stimmt nicht seine Erfindung, aber der Satz ist meiner Meinung nach gerade im Nachwuchsbereich gut ansetzbar. Qualität, die ich habe und die ich über lange Zeit zeige, dann wird auch irgendwann das Geld kommen. Der Kampf um diese vermeintlichen Top-Talente ist sehr, sehr groß. Wie gesagt, manchmal bedenklich, wo wir uns alle auch in die Nase fassen müssen, würden wir das wollen, wenn das unser Kind wäre. Und diese Frage muss sich jeder stellen. Wenn dann eben Kinder teilweise zum Training 100 Kilometer fahren müssen, einfache Strecke, um dann 100 Kilometer zurückzufahren, also quasi 3 Stunden im Auto zu sitzen für 1,5 Stunden Training, dann kann was nicht funktionieren im System. Und da müssen, wie gesagt, wir Leistungszentren auch eine Lösung finden, wie man gut mit der Sache umgeht. Ich weiß nicht, ob ich so glücklich bin, wenn ich unbedingt des Geldes wegen von Bochum nach Dortmund, von Dortmund nach Schalke, von Schalke wieder in der Jugend mehrmals wechsle.
wenn ich nicht von der, um irgendwo ein paar Euro mehr zu verdienen. Weil ich glaube, wichtig muss für jeden sein, dass er eine gute Ausbildung kriegt. Und deswegen habe ich gesagt, es ist wichtig, gute Trainer zu haben, gute Trainingsinhalte zu haben, ein Trainingsprogramm zu haben, was den Alters entsprechend auch so trainiert wird. Das muss kontrolliert werden, das muss verbessert werden. Der Umgang mit den Menschen muss stimmen und die zusätzliche Betreuung im, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung, die muss da sein. Ich verstehe, jeder möchte den besten Spieler haben, aber trotzdem, es gibt auch viele Spieler im eigenen Verein, die man auch entwickeln kann, dass sie auch ein guter Spieler werden. Und dieser Mittelweg, der muss gefunden werden. Wir bilden ja aus und das ist ja auch was Wunderbares für die gesamte Abteilung. Es ist auch wunderbar, dass jeder Trainer, der den Thomas Müller in der Mannschaft hatte, der kann sagen, ich habe ihn gefordert und gefördert. Und jeder von den Jungs war daran beteiligt. Und da ist aber was Wunderbares, wenn man hier aus der Region kommt und bildet Spieler aus und die kommen hinterher und spielen, werden Deutscher Meister, werden Pokalsieger und werden Vize-Champions League-Sieger. Das ist doch für alle Angestellten, die daran beteiligt waren, ist das doch eine wunderbare Sache. Und ich möchte nur lieber sehen, für Bayern München oder erstklassig spielt, als für Hoffenheim. Das sind zwei Eintrittskarten für die Partie Bayern München gegen Inter Mailand in Madrid am 22. Mai. Zwei Champions-League-Karten fürs Endspiel. Ich finde es super.